restauriert, der war scheiße. Das denke ich auch. Was hingeschimpft. Alles klar. Ja. Und ist eine sehr seltene Farbkombination. Und zwar außen der Fitgrau, Uni und innen schwedisch blau mit Kunstleder. Also, oder schwarz, oder ich. Beifahrer in schwarz. Okay, wir sehen uns später. Gerne. Tschüss. Dann kommt der Nicolas Giaglio aus Friedenfels mit einem BMW 3.0 CS, Baujahr 72, 300 PS, 3,5 Liter Hubraum, 6 Zylinder und in einem schlechten Zustand erworben und komplett restauriert zwischen 2000 und 2007. Wunderschön. Danke. Okay. Der Marco Zeitler kommt mit einem Mercedes 190e, Baujahr 88, 235 PS, 2,5 Liter Maschine und hat ihn also seit 1998 in Eigenbesitz. Danke. Okay. Thomas Leroy aus Nürnberg mit einem Audi 200er Quattro, Baujahr 87, 182 PS, 2,1 Liter Maschine, 5 Zylinder Turbo, gebraucht 1991 erworben und volle Ausstattung. Wer es nur näher sehen will, hat ein extra Plakat noch dran, der möchte einfach hochkommen, der kann sich dann noch vergewissern, wenn er nähere Infos braucht. Was kommt denn hier ein? Ja, ist der Käfer nicht mehr angesprungen wahrscheinlich, wa? So wird's auch. Michael Wandner aus Flossenbürg mit einem Peugeot, Baujahr 85, 73 PS, 2,5 Liter Maschine, Wohnmobil, Frontantrieb und 2,3 Tonnen schwer und im Originalzustand 55.000 Kilometer. Und wird auch noch zum Übernachten hergenommen, oder? Denke ich doch. Gut. Ich war ja heuer nichts mit Wacken. Jetzt kommt der Oswald Küffner zu uns aus Magdeburg mit einem Chevrolet Corvette C3, Baujahr 1978, 228 PS, 5,7 Liter Maschine, 8 Zylinder, Targa-Form, 1600 Kilo Eigengewicht. Stammt aus den USA, ist im Originalzustand, Sondermodell. 6.502 Stück wurden nur gebaut, derzeit 49.000 Meilen. Von den 6.500 ist einer in Kemnau. Dankeschön. Dann kommt der Ernst Streibel, Lokalmatador aus Kemnau, mit seinem Porsche 911 SC 3.0, Baujahr 79. Mit 3 Liter Hubraum, jetzt müsst ihr umrechnen, der hat mir KW angegeben, 132, das wären dann 108 PS ungefähr. Ja, circa. Ist ja auch wurscht, okay, gut, ist die Hauptsache, ne? Und hat ein Eigengewicht von 1160 Kilo und als Vorführwagen erworben. Motorüberholung hat er gemacht im Dezember 2020. Sehr schön, Ernst, danke dir. Jetzt kommt der Jürgen Kastner mit seinem VW Käfer, Baujahr 68, geschätzte PS-Zahl zwischen 80 und 90, da wollte er sich nicht festlegen, 2 Liter Hubraum, 4 Zylinder und sehr, sehr tief gelegt, also er muss schon aufpassen, wenn er hinfährt, er muss schnell über den Rand stehen, kann unangenehme Folgen. Okay. Das
Dann kommt der Walter Zimmermann in Begleitung aus Kastel und stellt uns einen Mercedes-Benz SL 380 vor, Baujahr 81 mit 156 PS, 3,8 Liter Maschine, 8 Zylinder, Eigengewicht von 1635 und Reimport aus den USA ohne TÜV, ohne Zulassung und hat ihn also vor 2 Jahren dann wieder entsprechend restauriert, damit er bei uns auf der Straße fahren kann. Inzwischen sollten zu sehen, Jürgen Becker stellt sein Fiat 128 Kombi vor, Baujahr 74 mit 55 PS, 1100 Kubik, 840 Kilo Eigengewicht und hat dann aus Italien erworben, so wie er ausschaut. Und hat dann wieder restauriert in Thailand, sag ich jetzt mal, von Februar bis Juni 2023. Aber ist nur Luft nach oben, oder? Ein bisschen. Wie unten, okay. Passt schon, danke. Der Michael Schodra aus Vorarlberg kommt mit einem 128er Fiat, Baujahr 74, 75 PS, Frontantrieb 836 Kilo Eigengewicht. Nicht restauriert, ist alles nur original. Hat er so einen schönen Auspuff hinten dran. Ist der Auspuff original? Ich sehe ihn nicht. Geil, ein neuer Abfall, ich habe mir schon gedacht. Okay. Mit seinem Ford Thunderbird, Baujahr 1962, 300 PS, 6,4 Liter Maschine, 8 Zylinder Heckantrieb, wiegt 2 Tonnen Coupé Form und aus den USA und hat ihn so erworben, wie er da steht. Und er sagt, das ist einfach geil, dem schließe ich mich an. Der kommt schon lang zu uns, der Nico Sticke, servus, aus Amberg mit seiner Mercedes, Baujahr 74, 95 PS, 2 Liter Maschine, 4 Zylinder Heckantrieb, 1300 Kilo Eigengewicht und hat dann von Freien gekauft, hat einen guten Freien gekauft. Also da drückt man jetzt ein Auge zu, wenn der Alfred kommt mit Familie, der Alfred kommt schon lang zu uns. Hier gerade, normal kommt er mit dem 700er BMW, Baujahr Anfang der 60er, ist ein alter Oldtimer-Freund, hat auch viele Motorräder. Jetzt ist er auf die Schnelle nochmal ausgefallen, er wollte aber trotzdem nach Chemnau kommen und hat sich auch schon angemeldet gehabt. Und jetzt verzeihe ich das ihm jederzeit, dass er mit so einem tollen Auto kommt, was jetzt kein Oldtimer ist, aber er nimmt an unserer Veranstaltung teil und dafür freue ich mich. Da kriegst du einen extra Applaus, also. Also er war schon drin gesessen in seinem Oldtimer und da ist die Scheibe rausgeflogen. Und er fährt aus Neunkirchen, also das ist bei Erlangen so grob. Da hat er gesagt, nein, ich habe mich angemeldet, ich fahre jetzt halt mit meinem Neuen. Und das verzeihen wir. Es ist schön, dass er gekommen ist. Jetzt kommt die Anna Franz aus Eschenbach mit einem VW Kombi, Baujahr 87, 115 PS. Baujahr 87, habe ich schon gesagt, 2 Liter Maschine drin und 2390 Kilo Eigengewicht. Kommt der Sascha Bayer aus Wunsiedel mit einem Opel Manta PSI, Baujahr 86, 115 PS, 2 Liter Maschine, 4 Zylinder Heckantrieb und 1050 Kilo Eigengewicht. Er ist also im Originalzustand, original Lack und macht immer mal Kleinigkeiten. Ansonsten also Koni-Stoßdämpfer, Sportfahrwerk, Sportauspuffanlage mit Fächerkrümmer. Ja. Super. Ich
Ich glaube, die zwei lassen wir mal kurz aussteigen, weil die legen nicht nur Wert auf ihr Fahrzeug, sondern auch auf ihr Äußeres. Kommt ihr doch bitte mal kurz raus. Sie kommen also auch schon lange zu uns. Das ist der Martin Göppel. Hallo. Aus Eschbach mit einem Edsel Ranger, Baujahr 1959, 200 PS, 4,8 Liter Maschine, 8 Zylinder, 2 Gang Automatik, 4 Tür Sedan, Eigengewicht von 1800 Kilo und 2 Gang Automatik. Also dauernd in Überarbeitung. Ich kenne ihn nicht anders, der schaut schon immer so aus. Toll schaut er aus, gell? Also, bis später. Zweitakt, man hört es ja. Ne? Und von dieser Form wurden also auch nur 5000 Stück gebaut. Sie sehen also, was wir für Besonderheiten hier in Chemnau zu bieten haben. Dann kommt der Bauer Bini aus Grafenwöhr mit seinem Toyota Supra, Baujahr 88, 239 PS, 3 Liter Maschine, 6 Zylinder. Besonderheit ist ein Benzinfresser. Fährt also nicht mit 5-6 Liter, können Sie sich vorstellen. Dann kommt der Dieter Bernhard aus Speichersdorf mit einem Audi Quattro Coupé, Baujahr 1985, 200 PS, 2,2 Liter Maschine, 5 Zylinder und ist also aus den USA zu uns gewandert. Dann kommt der Schneider 1 und die Anita Bayer aus Wunsiedel, hier in VW. Baujahr 1972 mit 44 PS, 820 Kilo Eigengewicht. Hat einen neu gekauft 1972. Also Sie sehen Sie mal immer wieder, wie lange die Fahrzeuge im Familienbesitz sind. Wer sich sowas einmal vielleicht damals als Traum erfüllt hat, der gibt dann einfach nicht mehr her. Und das finde ich so schön an den Notar. Vielen Dank. Grüß euch. Jetzt kommt der Jämlich Uli aus Pindlach mit einem Opel 1,3 Liter. Baujahr 1934 bis jetzt, heute, an diesem Tag, das älteste Fahrzeug. Und seitengesteuert, 4-Zylinder, Cabrio, einen schlechten Zustand erworben und innerhalb 5 Jahren dann wieder auf Vordermann gebracht. Sehr schön, danke. Jetzt kommt der Johann Zeitler, er wollte eigentlich mit dem Motorrad kommen, hat der Sache nicht getraut. War eine schlechte Entscheidung. Jetzt muss er halt mit seinem Opel kommen, ist uns natürlich genauso recht. Kadett B kommt er, Baujahr 72 mit 60 PS, 1200 Kubik und hat aus dem Raum Ehrendorf erworben. Er stammt ja aus Kugelau. Das ist nicht allzu weit von der Anreise, gell? Aber schön, dass du gekommen bist, Johann. Servus.
Dann kommt der Ludwig Rau aus Eschenbach mit einem NSU Ro 80, haben wir heute schon mal einen gehabt. Baujahr 72 mit 115 PS, Wankelmotor und hat aus Chemnitz sogar erworben, das ist er. Und von 86 bis 93 restauriert. So, Dankeschön. Dann kommt der Johannes Lina aus Eschenbach mit einem Fiat Uno, 90 PS, Baujahr 1985, 720 Kilo Eigengewicht und hat dann fast als Neuwagen vom Fiat-Händler erworben und seit 33 Jahren immer wieder verbessert, nicht restauriert, ein Hörmann-Motor drin und KPS-Bausatz und Rennfahrwerk. Ist er nur im Rennsport im Einsatz? Nicht mehr. Okay. Der Rudolf Habel aus Wiesau mit einem Porsche 944, Baujahr 83, 200 PS. Ja, sonst führt er keine weiteren Besonderheiten auf. Aber wirkt natürlich schon mit seinen Folgen. Jetzt endlich kommt einmal die Firma Graser. Wir haben schon so oft drüber geredet, dass er mal kommt. Also, wir haben natürlich auch BMW-Händler unter uns, also die Firma Graser, der Alexander Steuertner aus Pressab mit einem BMW 3200L, Baujahr 63, 140 PS und 8 Zylinder. Wie schon gesagt, wir haben den heute schon mal gehabt in dem Blauton, jetzt ist er in Schwarz und die Polizei hat dann den Grün gehabt. Wer dann genau sehen will, ich glaube, ihr habt dann wahrscheinlich in der Ausstellungshalle auch noch stehen vor euch, oder? Ab und zu, gell? Okay, ansonsten macht halt eure Ausfahrten mit, ne? Alles klar, danke. Oh, jetzt kommt ein besonderes Fahrzeug. Und zwar der Alex Angermann aus Speichersdorf stellt uns einen Volga vor. M21. Baujahr 1956 mit 75 PS, 2,4 Liter, Hubraum, 4 Zylinder und stammt aus, wie der Name schon passt, vermuten lässt, aus der UdSSR. Ne? Und er hat dann also, es lief zuletzt als Stadtfahrzeug in der DDR als Taxi, hat 12 Liter verbraucht und ist ungefähr bis zu 135 Stundenkilometer schnell gewesen. Aber es ist eine imposante Erscheinung. Danke fürs Kommen. Martin Seitz aus Pressart, grüß euch, mit einem Fiat 500, Baujahr 1970, mit 18 PS, 500 Kubikzentimeter, 2 Zylinder.